I've got a ticket to fame. Ja, ihr habt jetzt, du, der Michi und der Patrick, einen Kurztrip hier nach Berlin gemacht für 2 Tage. Was steckt hinter dir, der Reise? Ja, es ist ein Special Program. Also einfach nochmal weg von daheim. Das Ganze aufsaugen ein bisschen, neue Eindrücke sammeln. Und es ist extrem spannend, so eine neue Stadt anschauen, was man noch nicht kennt, und nachher noch sogar die Hauptstadt von Deutschland. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, und ich finde einfach cool, dass wir da gemeinsam nochmal ein bisschen wegkommen, dann neue Eindrücke sammeln, und ja, ich glaube, für das ist Berlin genau richtig und extrem spannend. Ja, es ist halt eine Stadt, die momentan sehr boomt, wo man sehr viel hört, wo in der Mode-Filmszene sehr bekannt ist, wo sehr viele Leute sagen, dass es sehr schön ist, und haben wir gesagt, das müssen wir jetzt selber überprüfen, ob das wirklich so ist. Hinter der Reise steckt eigentlich ein ganz einfaches Konzept, in dem Sinne, dass wir einfach noch einmal wegkommen von daheim, dass die Jungs in dem Sinne einfach da die Freiheit genießen, dass sie niemanden kennt, dass sie sich in der Persönlichkeit ein bisschen entwickeln, weltoffen durch die Landschaft gehen dann, und durch das mit voller Energie und mit aufgeladenen Akkus dann in die Saison starten können. Und dann werden wir schauen, was rauskommt. Du hast gesagt, du bist jetzt zum ersten Mal in Berlin. Hast du dir Berlin so vorgestellt, wie du das jetzt kennengelernt hast in den 2 Tagen? Ja, also ich habe, wie gesagt, nur Fotos gesehen. Habe da natürlich so ein bisschen meine Vorstellungen gehabt, aber als Österreicher, wo am Wien schon zu groß ist, da ist Berlin ist sehr riesig. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, den Fernsehturm natürlich waren wir oben. Dann, was man natürlich sehen muss, ist die Berliner Mauer, die Reste, die noch stehen. Damit in Verbindung auch den Checkpoint Charlie. Ist schon irgendwie ganz schwer vorzustellen, wie das damals gewesen ist, wo eben Berlin oder Deutschland eigentlich nur teilt war mit der Mauer. Dass man da eigentlich nicht so wie mir jetzt die Seite wechseln nach Berlin wechseln hat können. Habt ihr inzwischen auch schon so eine traditionelle Berliner Currywurst probiert? Ja, die Currywurst, die haben wir uns für den Schluss auf einmal gesagt, bevor wir die Heimreise angehen, müssen wir natürlich noch eine Currywurst danken.